Hallihallo, Löhle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Pro Contra Germany. Servus. Willkommen zum nächsten Review. Der Grund, warum dieser Mann hier so neben mir so einen auf Brasilianer Samba-Tänzerin macht, liegt daran, wir kommen zu einer weiteren Sorte Deswahl. Und zwar geht es hier diesmal um den Samba. Richtig. Wir haben einige Shots, würde ich nicht sagen, Samples zugeschickt bekommen von Deswahl. Das ist jetzt der dritte, den wir vorstellen. Die Verpackung sieht eigentlich fast genauso aus, der Original, die Originalverpackung, nur dass sie schwarz ist. Die Größe ist dieselbe. Genau. Hier in dem Sample sind 50 Gramm drin, in der Originalverpackung sind 100 Gramm drin. Preislich liegen wir dabei 14,90 Euro, das sei schon mal vorweggenommen. Aber bis jetzt, wer die anderen zwei Videos gesehen hat, weiß, wir waren bis jetzt sehr, sehr begeistert von den Deswahl-Sorten, weil es einfach mal ein anderes Erlebnis war, auch geschmacklich. Genau. Vom Rauchverhalten und so weiter her. Warum der Preis und so weiter und so fort, könnt ihr im ersten Deswahl-Video sehen. Wenn wir das jetzt wiederholen, ziehen wir das wieder auf Ewigkeiten hinaus und das muss ja nicht sein. Schaut einfach nochmal in dem anderen Video rein, dann werdet ihr das sehen. Genau. Und hören. Schaltet da einfach mal rein und dann wisst ihr Bescheid. Samba, was soll das Ganze sein? Samba soll quasi Zitrone sein, ja? Also das ist so der Hauptbegriff des Flavors. Es sind immer 5 bis 6 Flavorsorten drin, um das Ganze authentisch rüberzubringen, ja? Okay. Also, aber es ist immer eigentlich ein Flavor. Also es ist Samba, soll Zitrone sein, sind aber mehrere Flavor drin, um das Ganze so authentisch und natürlich wie möglich zu halten. Richtig, ist aber ein kleines Geheimnis von Deswahl, was genau drin ist, wissen auch wir nicht. Aber wie gesagt, die machen das, damit diese Zitrone so natürlich wie möglich rüberkommt. Ja, das ist die Mission, sage ich jetzt mal, von Deswahl. Ein Tabak soll so schmecken, wie eine Frucht schmeckt, aber nicht wie ein Tabakaroma schmeckt. Ja. Was ihr bis jetzt auch bei den Sorten, die wir getestet haben oder die auch zum Beispiel Steini getestet habt, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr natürlich auch mal gerne reinschalten. Ja. Er hat auch schon 2 Sorten online. Natürlich auch, da ist es bis jetzt immer so gewesen, dass es auch hingehauen hat. Also es war wirklich angenehm, es war leicht und ihr konntet es auch wirklich so mit der Frucht verbinden. Ja, es war nicht so intensive Bam in your face, sondern wirklich... Genau. Angenehm, smooth, wirklich ein richtig geiles Raucherlebnis. Aber kommen wir hier erstmal zum Geruch. Genau, der junge Mann riecht mal und ich sage euch schon mal, was ich sehr geil finde bei Deswahl ist, der Rauch, egal bei welcher Sorte, ist extrem leicht, also total sanft, wenn ihr den raucht. Also es ist wirklich keine Geschmacksbombe, die euch so richtig umhaut, sondern immer sehr intensiv. Ihr müsst automatisch an die Frucht denken, die auch drin sein soll. Und wenn ihr zieht, es legt sich einfach so komplett auf den Gaumen und es ist auch wirklich immer total vollmundig. Muss ich einfach mal dazu sagen. Zum Geruch. Ich habe jetzt ein paar Mal dran gerochen. Und was ihr wirklich merkt, es ist wirklich eine leichte, spritzige Zitrone. Ja? Es ist quasi wie so ein Hauch Zitrone im Geruch. Sehr, sehr angenehm. Ja? Nicht so wie die ganzen Zitronenflavor, die man kennt, wo ihr wirklich dran riecht und denkt so, wow, in your face. Es ist wirklich ein Hauch von Zitrone. Vom Geruch her finde ich das Ganze sehr, sehr geil. Hat mich sehr angetönt vom Geruch auf jeden Fall. Da muss ich dir absolut zustimmen. Geruchlich ist das Ganze richtig geil, gefällt mir extrem gut. Boah, da kann man auch vorne und hinten nicht meckern, also. Wahnsinn, also geruchlich ist das Ganze schon mal sehr nice. Zum Geschmack komme ich schon mal, weil ich habe ja jetzt schon mal ein paar Mal gezogen. Im Geschmack würde ich auch sagen, es ist definitiv eine Zitrone, aber sie ist auch sehr leicht, ja? Wie ich eben schon mal sagte bei Deswahl, ihr zieht dran und ihr habt nicht so die extreme Fruchtbombe, die euch umhaut, wie die meisten, ich sage jetzt mal Zitrone-Flavor, die so richtig reinknallen und schon wieder so einen Touch von Klostein haben. Das ist hier definitiv nicht der Fall, aber der ist mir viel zu leicht. Der ist mir nicht intensiv genug. Also was ich sagen muss, also es schmeckt wirklich so, wie es riecht. Ein bisschen schwächer. Ja, aber was mir, ich stimme Ihnen dazu, in mir ist er auch zu flach. Also ihr merkt, dass es Zitrone ist. Ich finde, ihr merkt auch so eine leichte Säure, wie wenn ihr eine Zitrone beißen würdet. Also ihr habt so eine leichte Säure mit dem Geschmack, was ich sehr, sehr geil finde. Aber meiner Meinung nach könnte er wirklich ein Ticken intensiver sein. Also ja. Die anderen Sorten fand ich genauso richtig, wie sie waren. Ja, die waren wirklich leicht, aber trotzdem von der Intensität her so, dass ich sie richtig geil und angenehm fand. Ja, es war nicht in your face, es war nicht too much, es war nicht zu wenig, es war irgendwie genau richtig, was man ganz, ganz selten bei Flavern hat. Ihr habt entweder meistens zu viel oder zu wenig, aber hier finde ich,
könnte es ein bisschen zitroniger schmecken. Also es könnte, genau. Ich vermisse so ein bisschen den Geschmack, der sich im Geruch eigentlich schon so widerspiegelt. Ja, ihr habt so eine richtig spritzige, frische Zitrone. Ihr habt hier diese Säure, dieses Spritzige fehlt mir eigentlich, aber diese Zitrone ist da, aber zu leicht. Das stört mich ein bisschen. Ich wünschte mir wirklich, dass Desfall hier ein bisschen nacharbeitet, weil wie gesagt, die anderen Sorten, die waren einfach so krass authentisch. Wenn die das hier bei den Zitronen noch ein bisschen hinbekommen, so ein bisschen intensiver machen. Also es fehlt nicht viel, ja? Also es fehlt zu dieser typischen Desfall-Note fehlt wirklich nur ein Ticken. Genau. Wirklich ein kleiner Ticken, aber der ist mir vom Geschmack her ein bisschen zu soft. Genau. Er könnte ein bisschen mehr haben. Ist ein kleiner Kritikpunkt, aber so ist es halt. Richtig. Aber geruchlich tönt er mich sehr an. Vielleicht steht ihr ja drauf. Ja? Vielleicht sagt ihr, die anderen Zitronen-Flavors sind mir alle eh viel zu intensiv. Richtig. Ich probiere den Desfall mal. Könnt ihr hiermit gerne tun. Also ihr schmeckt auf jeden Fall, dass Zitrone drin ist. Mit dieser Säure finde ich auch sehr gelungen. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht so, dass es so wirklich so authentisch in Richtung Zitrone geht. Weil meistens raucht man ja auch nur Zitrone-Minze oder so. Ja? Zitronen-Flavor pur ist selten und meistens sind sie dann nicht so gut. Aber hier ein Ticken intensiver und dann wäre er ein Deluxe-Flavor. Qualm tut das Ganze natürlich wie Hulle, wie ihr sehen könnt. Also das Qualmentwicklung braucht man bei Desfall definitiv nicht meckern. Kann man nicht meckern. Das, hau ab, ey, kann nichts sehen. Doch. Ist natürlich schon mal sehr geil gemacht. Das kriegt Desfall ja schon mal sehr gut hin. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder von uns. Und uns bleibt nichts weiteres übrig, als zu sagen, wie nach jedem Review ist eigentlich dein Spruch. Ein lockerflockiges Bleib geschmeidig.